So, die nächsten Figuren sind da. Wie man sieht, Rad 13. Und ja, schauen wir uns jetzt mal an, weil wirklich spektakulär wird er jetzt nicht sein. Es hat Rad 13. Und den vergleichen wir auch dann gleich mal mit der Edwin-Schaltwind-Version, die ja schon ein bisschen älter ist. Ja. Wie gesagt, der ist ja ganz schnell ausgepackt und hingestellt und dann war das, ne? Das Kartönchen von hinten hat was. Ah, hier haben wir keinen Klappdeckel, oder doch? Doch. Ah, zugegeben. Ich habe den Edwin Schaltwind Version hier neben mir stehen. Ja, schauen wir mal. Bedenkt, wie warm das ist. Ach, Gott, oh Gott. Na, was habe ich mein Schärchen vergessen? Aber egal, hier haben wir sie. So. Also. Gut, der sieht schon anders aus. Von der Machart ist er ein bisschen anders. So, ja, stehst du auch? Also vernünftig stehen soll er schon. Alleine. Na, kann man die Kamera noch ein bisschen so. Na. Ein bisschen locker die Gelenke. Ja, die muss man noch ein bisschen in Ruhe ausrichten. Aber so sieht es aus. Details hatten hier die Substanzen quasi. Man könnte fast meinen, die Advent-Schaltung-Version sieht eher so aus, als ob er älter wäre. Aber damals haben die auch die Füße ganz anders gemacht. Die Frage, was einem besser gefällt. Was wie am besten hier funktioniert, damit er vernünftig steht. Hier kann man wieder alles bewegen. Schnabel auch ein bisschen. Und jetzt holen wir mal die Edwin Schaltwind-Version dazu. Prinzipiell ja relativ ähnlich, aber die Farbgebung ist was anders. Im direkten Größenvergleich, ja, passt schon. Hier ist dann alles ein bisschen anders, wenn sie zweimal nebeneinander stellt. Man sieht schon, also das war, haben sie damals besser gemacht. Das muss man sagen, wie das. Wundert mich sowieso, dass er jetzt so viel anders gemacht ist. Gut, das sind jetzt ein paar Jahre her, ne? Vielleicht wäre hier unten ein bisschen weniger Gelenk besser gewesen.
Advanced Titan Version kriegt man, glaube ich, gar nicht mehr. Nur noch über Umwege. Für viel Geld. Aber der war damals hier dafür ein bisschen anders. Beweglicher. Wir haben das hier nicht so dicht gemacht gehabt. Also an sich. Sieht schon gut aus. Ja. Nur mit den Füßen, wie gesagt, gefällt mir jetzt hier nicht so. Naja. Wie sie meinen. Alles quer. Wie auch immer am PC die Sachen designt. So, das war er 13. Oh, jetzt nicht. Tut mir leid. Gut, dann bis zum nächsten Mal.